40 Grad im Camper, wie hält man das aus? Ich weiß es nicht, ich sterbe gerade hier. Heute testen wir alle Tipps, die wir im Internet finden. Was steht denn da? So, legen wir direkt los, wir haben keine Zeit. Tipp Nummer 1, Schatten. Guten Tag, Professor Pfefferson von der Forschungsabteilung. Nach jahrelangen Tests können wir bestätigen, ja, Schatten ist kühler. Das weiß doch jedes Kind, warum ist denn das ganze Internet damit voll? Vor allem gibt es etwas viel Besseres. Tipp Nummer 2. Wind. Da unten ist ein Park-for-Night-Parkplatz, mitten im Wald, mit viel Schatten. Aber die Sonne ballert da so hart rein, dass dort alles gekocht wird. Da bringt euch der Schatten auch nichts mehr. Irgendwann ist dann fast meine Bordbatterie explodiert, weil die Solarpanel natürlich gar keinen Strom mehr liefern. Und deswegen bin ich dann hier hochgefahren. Hier in den Bergen gibt's kühlen Wind. Das ist total geil. Ich kann sogar wieder ein Hemd tragen, dass ich hier mitten in der Sonne stehe, ist da komplett egal. So, was machen wir jetzt? Tipp Nummer 3, Ventilatoren. Tipp Nummer 4, Wasser. Wasser ist ziemlich interessant, weil wenn es verdunstet, dann kühlt es. Gucken wir mal nach, was die anderen so im Internet dazu schreiben. Die hängen Laken auf und machen die nass. Also momentan geht es mir genauso bescheuert wie die ganze Zeit schon. Warten wir mal ein paar Minuten. Das ist mega geil, das funktioniert echt gut. Die Wirkung hat jetzt aber nachgelassen. Von der Seite ist total Backofen, aber von der Seite ist total Kühlschrank. Da müssen wir uns echt was überlegen. Man kann da bestimmt irgendwie... Wir brauchen mehr Wasser. Oh, so, 20 Kilo den Berg hochschleppen. Aber wenn ihr so viel Sport macht wie ich, dann wird sowas einfach gar nicht mehr anstrengend. Doch, das war es. Er musste 7-mal Pause machen. Boah, es wird richtig eiskalt hier drin. Das ist mega angenehm. Also wirklich, das funktioniert richtig gut. Ich habe die vordere Trennwand eingesprüht. Alles, was Stoff ist, habe ich eingesprüht. Haben wir noch irgendwas? Ist natürlich ein bisschen wie in der Deckenburg jetzt hier, aber das ist ja so eine Erleichterung. Ich hatte keine Ahnung, dass das so gut funktioniert. Meint ihr, ich könnte das so lassen, alles? Ich meine, es ist ein bisschen schwer, an die Sachen jetzt dran zu kommen. Und ich habe mir auch schon meinen Kopf gestoßen, weil ich den Tisch gar nicht gesehen habe, als ich was aufheben wollte. Aber es ist kühl. Wir bräuchten hier so eine Sprinkleranlage, die immer wieder alles nass macht. Weil nach so 10 Minuten lässt das alles schon nach. Oh ja. Oh, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ich sehe ja gar nicht, wo ich hier überall dran komme. Aber das ist mir auf jeden Fall gerade total egal. Man kann die ganzen Sachen natürlich auch kombinieren, wie zum Beispiel Wasserverdunstung und einen Ventilator. Hier haben wir einen Ventilator von der NASA, der hat 580 Euro gekostet. Und ich merke direkt, dass es besonders hier drunter einfach so geil ist. Aber für die einfachen Menschen, die nicht so ein umfassendes Vermögen haben wie ich, gibt es noch günstigere Alternativen wie diesen Ventilator aus dem China-Laden für 5 Euro. Da unten ist so ein Nozzle und wenn man drauf drückt, kommt da Wasser raus. Das ist super praktisch. Man kann dann ungehindert am Laptop arbeiten, einen Film gucken. Aber ob das wirklich was bringt, das testen wir jetzt. 35 Grad. Ja, ist immer noch besser als schwitzen. Ah, voll ins Auge. Oh, es brennt. Was haben wir? Was steht denn da? Ich sehe nichts. 30 Grad. Voller Erfolg. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich das Teil ziemlich cool finde. Es ist nicht allzu groß, es zeigt sofort Wirkung. Ich finde das cool. Ich werde das auf jeden Fall behalten. Wenn ich zum Beispiel nachts wach werde und anstatt aufzustehen, die Tür aufzureißen, kann ich mir dann Wasser ins Gesicht klatschen. Ich weiß, wie sich das anhört, aber es ist cool. Ich finde das
Ich finde das richtig gut. Vielleicht können wir auch mit Wasser das ganze Auto abkühlen. Zeigt keine Wirkung. Wenn es regnet, dann kühlt es natürlich das ganze Auto ab. Das brauchen wir nicht testen. Tipp Nummer 5. Klimaanlage. Wo ist denn meine Rolex? Oh, Henry, könntest du bitte den Champagner kalt stellen? Der Bundeskanzler kommt gleich vorbei. Ja, Klimaanlagen. Wenn du eine hast, dann gehörst du zur Oberklasse unter den Vanlifern. Ich habe mir die mal angesehen, die kosten 5000 Euro und die können nur über Landstrom betrieben werden. Das heißt, da muss man dann auf dem Campingplatz stehen. Das lohnt sich für mich nicht, weil wie oft stand ich auf dem Campingplatz? Ich habe das alles notiert, noch nie. Klimaanlagen brauchen so viel Strom, weil sie mit Druck arbeiten, mit viel Druck. Ist euch schon mal aufgefallen, dass das Gas aus irgendeiner Sprühdose immer kalt ist? Das ist, weil der Behälter unter Druck ist und sobald das Gas dann austritt oder die Flüssigkeit, ist die nicht mehr unter Druck und wird dadurch kalt. Und so ähnlich arbeitet die Klimaanlage. Die hat einen starken Kompressor, der die Flüssigkeit unter Druck setzt, dadurch wird sie heiß, dann wird sie draußen an die normale Temperatur gewöhnt, aber ist immer noch unter Druck, dann läuft sie rein in das Auto, der Druck wird entfernt, dadurch wird es kalt und diese Kälte wird dann in den Raum gepustet. So entsteht das. Ja, ich mag die Klimaanlagenluft nicht. Ich kann sie eh nirgendwo betreiben und ich kann sie mir sowieso gar nicht leisten. Aber ich habe im Internet was Geiles gefunden. In Afrika und in Indien werden Häuser gebaut, bei der es eine Wand gibt, wo ganz viele Flaschen drin sind. Wenn der Wind von außen drauf pustet, dann wird die Luft kompressiert, kommt innen raus und soll dann angeblich kalt sein. Und das wollte ich schon immer mal nachbauen. Dazu brauchen wir sehr viele Flaschen. Das heißt, wir müssen einen Messi finden, der zu asozial ist, um die richtig zu entsorgen. Und dazu noch eine Leinwand. Und jetzt werde ich wahrscheinlich die ganze Nacht damit beschäftigt sein, das Ding zu bauen. Hier sieht man übrigens, wie ich so penne, wenn es so heiß ist. Hintere Tür offen, seitliche Tür offen und einfach mitten in dem Luftstrom hier liegen, ein Mückennetz spannen und das war's. Ich habe ultra wenig geschlafen heute Nacht. Ich bin komplett im Eimer, weil ich das Ding fertig gebaut habe. Guckt euch das geile Teil an. So ist es gedacht. Von links kommt der Wind rein. Die Luft ist dann hier unter Druck, weil die versucht, durch die kleinen Löcher hier hinten rauszukommen. Und dann löst sich hier der Druck. Und wie bei einem Deo kommt die Luft dann kalt raus. Der Wind ist schon mal da. Ich muss zugeben, ich habe das Gefühl, das stoppt eher den Wind, als das was bringt. Ich muss mal jemanden anschreiben, der wesentlich schlauer ist als ich. Statt dass es schneller wird, wird einfach die Luft von hinten, die weiter pustet, die hat einfach keine Kraft, das voranzutreiben. Also da entsteht nicht wirklich ein Druck, der das durch diesen engeren Flaschenhals drückt und der wird einfach ausweichen. Mann! Tipp Nummer 6. Markisen. Markisen, fällt das nicht eigentlich auch unter Schatten? Nein. Also ja, eigentlich schon. Aber als ich bei Hildegard war, unter ihrem Vorhang da, hat sie so eine Deckenburg vor ihr Auto gebaut. Und das war da drunter richtig, richtig kalt. Womit wir zum Sponsor dieses Videos kommen. tobisupermarkisen.https.gmbh.com. Dort gebt ihr eine Bestellung auf und die Sachen kommen ganz schnell an. Das war schnell. Hier haben wir unser Luxusprodukt. Die Plastikmarkise. Das ist ohne Zweifel die hässlichste Sch*** die ich jemals gesehen habe. Die Folie klebt ständig aneinander. Oh, fertig. Echt, als würde man so ein Zelt aus Frischhaltefolie bauen. Ganz, ganz schlimm. Da kommt dann ein Windstößchen und die Folie berührt eine andere Folie und das klebt sofort aneinander. Boah, war das nervig. Aber ich weiß nicht. Also ich bin im Schatten, klar. Aber das Geile hier drunter ist eigentlich der Wind, muss ich sagen. Also diese ganzen Prinzipien gehen immer nach Schatten und Wind und Wasser. Das sind so diese drei Pfeiler, die wichtig sind. Tolle Art, den ganzen Tag zu verbringen.
Also das erweitert wirklich so ein bisschen den schattigen Raum, aber wichtig ist, also der Schlüssel ist immer, dass da Wind durchzieht. Bei der Hildegard ist von der Meeresseite unterm Fahrzeug der Wind durchgezogen und ist dann so in dem Zelt drin gelandet. Das war mega geil. Ist jetzt keine Markise, aber schon sowas ähnliches, ne? Wirft halt ein bisschen Schatten davor. Das Gute ist, dass die Strahlung von der Sonne hier an der Folie aufgehalten wird, beziehungsweise dann am Dach, und der Vorraum vom Camper dann kühler bleibt und dementsprechend ist es im Camper selber auch etwas kühler. Aber am wichtigsten ist für mich immer noch der Wind. Definitiv. Tipp Nummer 7. Den Camper nicht isolieren. Nein, das stimmt nicht. Aber... Nein, das ist Blödsinn, Blödsinn. Aber dann kann die Hitze schneller entweichen. Nein, das stimmt nicht. Das behaupten so viele Leute, das ist kompletter Blödsinn. Ich muss mein Auto lüften, die müssen ihr Auto lüften. Lana hat einen nicht isolierten Camper. Wir beide schlafen mit offenen Türen. Oh ja, so eine harte Arbeit, ne? Da kann man sich auch mal was Feines gönnen. Ja, also die Muster sind ganz klar. Für mich ist Wind die absolute Nummer 1. Ich weiß nicht, warum im Internet so viel Scheiße steht, aber Wind stehen ist das geilste ever. Da kann die Sonne noch so hart auf meinen Camper draufballern. Im Camper sitze ich ja im Schatten. Das nächstwichtige wäre dann Schatten. Da kann man dann rumspielen mit der Markise oder vielleicht findet man ja in den Bergen irgendwo eine Stelle, die schattig ist. Noch besser. Hauptsache der Wind bleibt da. Und dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, wenn ich denke, ich kollabriere gleich vor Hitze, dann würde ich die Bude halt mit Wasser fluten. Ich habe das nicht gefilmt, aber da tropfte Wasser aus dem Auto raus. Okay. Konturga. Konturga. Danke, dein Tipp mit der App Too Good To Go hat mir im Spätdienst schon oft Geld gespart und Lebensmittel der Verschwendung entzogen. Ich wünsche dir euch eine allzeit schrottfreie Reise. Gerne mal auf ein Bier an einem Parkplatz, sind bald auf Sardinien, der Karibik im Mittelmeer. Wart ihr da schon? Nein, waren wir nicht. Sardinien? Sardinien, woher kenne ich das? Sardinien, da habe ich mal in der Slowakei zwei Dirtbags, Profikletterer, die auch im Auto leben und nur reisen und klettern. Das waren zwei Frauen, haben mich nach Sardinien eingeladen fürs nächste Jahr, aber ich glaube, da war ich dann in Griechenland. Das war letztes Jahr, Anfang letzten Jahres. Boah, mein Handy explodiert. Es tut mir auch wirklich leid, dass ich den Kommentar nicht mehr hinterherkomme, aber ich bin einfach komplett überfordert. Michael Astel, 5 Euro. Haha, ich fange jetzt schon an zu lachen. Innenraumreinigungspauschale für Lanas armes Auto. Da hat nämlich ein Penner drin gehaust. Geil, geiler Humor. Dankeschön. Aber ist recht, ich gehe ja mal runter. Ich werde da mal ein bisschen aufräumen. Weil es gibt krasse Nachrichten. Lana kommt nächste Woche wieder. Sie kommt nächste Woche wieder. So, dann haben wir den Sven Hoppe, 5966, 5 Euro. Was läuft da eigentlich zwischen euch? Das Geld ist nur für Information. Nee, wir wollen das nicht thematisieren. Das ist irgendwie ein bisschen, als würde ich auf dem Minenfeld stehen, egal was ich sage. Dann gibt es nur Drama und ich persönlich hasse Drama. Und dann werde ich das Interesse an YouTube verlieren. Ich weiß nicht, wie die anderen YouTuber das so machen. Ich kann mir vorstellen, damit kann man auch viele Klicks generieren. Aber das nicht drauf. Tut mir leid. Aber die 5 Euro sind gut aufgehoben. Das ganze Geld geht wie immer alles zurück in die Videos. Die Doftlotsin. 5,99 €. Vielen lieben Dank. Vega 7177. 5 Euro einfach so. Dankeschön. Dirk Meier 5115. 10 Euro. Besten lieben Dank. Das ist für mich immer noch nicht, ich kann das nicht so verarbeiten, was da eigentlich passiert hier. Marius Haus 2660, 6 Euro. Danke. Nein, ich habe zu danken. Ich habe euch allen zu danken, wirklich. Andal 7689, danke, du bist der Beste. Ey, ganz ehrlich, ihr seid die Besten. Das ist unfassbar, was ihr da macht. Stefan Himmelblau, 15 Euro. Ich gebe dir nochmal 15 Euro, wenn du deinen Van die nächsten 3 Videos bitte nicht mehr küsst. Nein. Aber warum denn nicht? Aus hygienischen Gründen? Ja, okay. Ulrich Schneider, 4525. Danke, kleiner Energieausgleich, für das, was du uns schenkst. Besten lieben Dank. Meine Motivation ist tatsächlich, anderen die Angst davor wegzunehmen, dasselbe zu machen. Ich krieg so viel Feedback von euch, dass es auch funktioniert. Und das ist für mich, das berührt mich wirklich. Das berührt mich sehr. Das macht mich glücklich irgendwie.
Und die Spenden, die ihr mir schickt, die gehen alle zurück in das Video und die katalysieren das, die beschleunigen das alles dann noch mehr. Deswegen, ich habe wirklich euch zu danken. Ihr helft mir irgendwie so einen kleinen Traum von mir zu erfüllen. Togo 977, Dankeschön, 20 Euro. Und Hase 8449, haha, da ist der Hase wieder. Hallo Tobias, das ist ja super nett, dass du meine Spende wirklich der Hildegard gebracht hast und auch noch selber was darauf gelegt hast. Diesmal ist die Spende für dich. Dankeschön. Vielen Dank für deine Videos und mach weiter so. Ich mache auf jeden Fall weiter so. Vielen besten Dank. 50 Euro von Hase. Ey, das ist echt, für mich ist das ein Haufen Geld. Bitte, wenn ihr spenden wollt, dann macht das gerne. Aber spendet niemals so viel, dass ihr da irgendwie in die Bredouille kommen würdet oder sowas. Ich bin auf die Spenden nicht angewiesen. Das Geld geht direkt in die Videos zurück, sodass ich einfach krassere Sachen machen kann und viel mehr ausprobieren kann und sowas. So, ich bin sowas von fertig. Das Filmen ist echt anstrengend. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt irgendetwas lernen können. Ich habe eine Menge lernen können. Es gibt natürlich noch viele, viele andere Tipps, aber es sind immer solche Kleinigkeiten bzw. Sachen, wo ich von vornherein weiß, dass das Blödsinn ist. Wenn euch irgendwas einfällt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich lese sie mir alle durch. Ich kann leider nicht mehr antworten, weil ich bin mit YouTube einfach total überfordert. Ich weiß teilweise gar nicht, was ich hier eigentlich tue. Es ist wirklich so. Ansonsten hoffe ich, habt ihr noch einen wundervollen Tag. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Hab euch lieb. Wir sehen uns unterwegs.